Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Creepy-Theorie, Nintendo-Mythos oder wie man es auch immer nennen will. Ich will heute einfach mal die Frage klären, was sind eigentlich Toads? Jeder kennt sie als kleine, frohe Wesen, die immer nur am Schreien sind mit einer komischen Stimme. Sie sollen angeblich die Bewohner des Pilzkönigreichs sein. Sie sind auf jeden Fall ziemlich bekannt und mit über 70 Auftritten in verschiedenen Videospielen eines der bekanntesten Mario-Gesichtern. Aber Leute, ob eventuell viel mehr hinter diesen kleinen Wesen steckt oder ob sie wirklich nur die kleinen, süßen Pilzkönigreich-Bewohner sind, das klären wir jetzt. Und für alle Kritiker erstmal, Leute, es ist just for fun. Es ist nur ein Videospiel, ich weiß. Man sollte zu viele Dinge nicht hinterfragen in der Mario-Welt. Aber dennoch gibt es einige komische Sachen, wo es mir einfach Spaß macht, die mal zu hinterfragen. Und heute sind die Toads dran. Warum gibt es so viele von ihnen? Warum sehen sie alle gleich aus, bis auf die Farbe? Und warum ist Peach ganz anders und sogar schon fast menschlich? Aber seit Mario Odyssey kennen wir auch das Metro Kingdom, wo es wirklich richtige Menschen gibt, wo sich Mario und Peach auch nochmal von abheben und eine andere Menschenrasse irgendwie zu sein scheinen. Wie ist Peach damals die Prinzessin geworden von dem Pilzkönigreich? Und sie ist ja nur eine Prinzessin und keine Königin. Wo sind ihre Eltern eigentlich? Das ist ein anderer Mythos, der für ein anderes Video gedacht ist, Leute. Um zurück zu den Toads zu kommen, was sie eigentlich für Wesen sind. Man muss dazu erstmal sagen, Nintendo hat da schon ein Statement zugegeben, dass sie alle geschlechtslos sind. Ja, es sind keine männlichen und keine weiblichen Toads vorhanden, auch wenn Toadette ziemlich weiblich aussieht, mit langen Zöpfen, pink, mit einer weiblichen Stimme und natürlich noch Captain Toad, der erstmal männlich wirkt, aber auch anscheinend kein Geschlecht hat, so wurde es gesagt, zu einem Interview als Captain Toads Treasure Tracker rausgekommen ist. Was jetzt eigentlich nicht so verwunderlich ist, weil, Leute, ihr kennt ja alle Birdo, die weibliche Version von Yoshi, was sozusagen der Partner von Yoshi immer war. Bei Mario Kart und sowas gab es dann immer noch Birdo. Da wurde auch von Nintendo gesagt, das ist ein Mann, also es ist männlich, obwohl es eine Schleife im Haar trägt, pink ist und sich auch noch weiblich verhält, was ein bisschen komisch ist. Birdo war ja auch zu Beginn ein Antagonist, also so ein kleiner Gegner. Deswegen hat die Aussage jetzt, dass die Toads gar kein Geschlecht haben, mich jetzt nicht so verwundert, wenn Nintendo sowas schon auf dem Kerbholz hat. Und jetzt nochmal die große Frage, warum sehen sie eigentlich alle gleich aus und was ist das auf ihrem Kopf? Und viele sagen jetzt, bestimmt auch wegen einem meiner Videos, Leute, weil ich hatte das dort auch angenommen, aus der Animationsserie von Mario hat man gesehen, dass die Toads eine Mütze tragen. Also, dass dieser Pilzkopf gar kein Pilzkopf ist oder gar kein Pilz, sondern dass sie es abnehmen können, als Fallschirm benutzen können und all so ein Kram haben wir gesehen, dass es wirklich nur eine Mütze ist und darunter ist eine Glatze. Aber diese Serie wurde von Nintendo gesagt, sie ist nicht canon, also sie zählt nicht zu der originalen Mario-Story, zu dem, was in Mario wirklich passiert ist. Dazu zählt diese Serie nicht. Sie ist von einem Animationsstudio einfach nur frei erfunden, diese Stelle. Und wir haben nie in irgendeinem Spiel gesehen, dass Toad diese Mütze abnehmen kann. Deswegen, von dem, was wir jetzt sehen aus allen Spielen, scheint es wirklich ein Pilzkopf zu sein. Da gibt es aber auch wieder eine Aussage von Nintendo, dass diese Toads kein Pilz sind. Also sie sind kein einfacher Pilz. Und da fragt man sich, was ist das auf ihrem Kopf? Und da gibt es auch eine kleine Creepy-Theorie zu, die schon länger im Internet rumkursiert. Und zwar zu einem echten Pilz in unserer Welt, also im Real Life, der auch Insekten befällt. Und wenn diese Insekten befallen sind von diesem Pilz, kann dieser Pilz sogar Kontrolle über sie übernehmen. Dass der Wirt, also das Insekt, dann komplett abstirbt und der Pilz aus dem Kopf des Insektes rauswächst und dann die Kontrolle über den Körper von dem Insekt übernimmt. Und viele gehen davon aus, dass das jetzt der Fall ist, dass das im Pilzkönigreich passiert ist, dass das den ganzen kleinen Pilzkönigreich-Bewohnern damals passiert ist. Es muss ja eventuell kein bösartiger Pilz sein, weil wir wissen ja alle, die Toads sind ziemlich kleine, nette Kerle. Aber eventuell werden diese Bewohner einfach nur noch durch den Pilz auf ihrem Kopf am Leben gehalten. Und laut einer Aussage von Nintendo sollen Goombas die ursprünglichen Bewohner des Pilzkönigreichs sein und sollen auch Pilze sein. Und da kommen wir gleich in eine ganz neue Theorie, und zwar, dass die Goombas eigentlich die Guten sind und dass die Toads mit Peach die Bösen sind und dass eigentlich außer nur diesen komischen Pilz bekämpfen will. Und ich erkläre euch das Ganze. Und zwar wisst ihr ja, dass die Goombas eigentlich nur in der Welt rumstreifen, von A nach B laufen. Und die Theorie ist halt, dass die Goombas zu Bowser gegangen sind, weil sie sind ja auch unter Bowsers Schergen inzwischen. Dass sie bei Bowser an die Tür geklopft haben und gesagt haben, dass das Pilzkönigreich befallen wurde von einem bösartigen Pilz und dass Bowser dieses befreien soll. Und hinter diesem Pilzbefall soll Peach stecken, dass Peach eigentlich die Böse ist in dieser Position. Ich halte das natürlich alles für ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt. Aber da in der Spielebeschreibung von Super Mario Bros. Auch stande, dass die ganzen Pilzkönigreich-Bewohner in Steine verwandelt wurden oder in Pflanzen verwandelt wurden von Bowser. Und dort stand ja auch wirklich, dass Mario, der Held des Spiels, in Klammern vielleicht, und das vielleicht ist auf Held bezogen, da muss man sich fragen, hatte Nintendo damals vielleicht schon den Gedanken, dass man dieses Heldenhafte von Mario vielleicht in Frage stellt, dass er eventuell nur Peach hilft und Peach eigentlich nur das Pilzkönigreich für sich haben will und die ganzen Bewohner damals mit diesem Pilz befallen hat? Fragen über Fragen, Leute, aber natürlich ist das alles sehr, sehr weit hergeholt und ich glaube es nicht. Um zu einer realistischen Konklusion zu kommen, denke ich, dass sich Nintendo damals, als Super Mario Bros. Rausgekommen ist, noch nie
nicht so viel gedacht hat und einfach eine coole Fantasiewelt schaffen wollte mit natürlich Bewohnern, die dem Thema Pilzkönigreich auch nahe kommen und einfach so eine kleinen Pilzköpfe haben. Und dass sie sich einfach gar nicht so viel dabei gedacht haben. Falls ihr Bock habt auf mehr solchen Content, mehr Theorien, mehr creepy Stuff aus dem Mario-Universum oder aus anderen Nintendo-Universum, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. 2018 will ich auf jeden Fall richtig viel raushauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.